Ja, hallo und ein herzliches Servus. Die nächsten 60 Sekunden widmen wir der doppelten Buchführung. Und nein, ihr seid nicht im ersten Semester BWL gelandet. Doppelte Buchführung ist eine Begrifflichkeit, die vom Schweizer Psychiater Paul Eugen Bleuler geprägt wurde. Einen Großteil seiner Forschungsarbeit verbrachte er mit der Schizophrenie, für deren Namensgebung er maßgeblich verantwortlich war. Aber wir schweifen ab. Sprechen wir von der doppelten Buchführung, dann sprechen wir auch von einer Koexistenz von Wahn und Realität in der Psyche. Lasst mich das kurz in eine Metapher einbetten. Stellt euch eine Weggabelung vor. Der erste Weg führt zur Realität, der zweite Weg führt zum Wahn. Doppelte Buchführung beschreibt das Paradoxon, dass eine Person auf beiden Wegen gleichzeitig läuft. Realität und Wahnsystem bestehen also zur selben Zeit nebeneinander. Ein Beispiel. Eine Person, die sich wahnhaft für Jesus hält, gibt auf die Frage nach Mutter und Vater die realen Personen an und nicht Maria und Josef.